Verteidigungsminister Jung freut sich. Er ist im letzten Jahr Ehrenmitglied im Bund Deutscher Pioniere geworden. Ein Verein, in dem viele Bundeswehrsoldaten Mitglied sind. Aber auch Veteranen der Wehrmacht sind mit dabei. Merkwürdig. Auf der Internetseite des Vereins stoßen wir unter der Rubrik Ehrungen auf eine ganze Liste von Ritterkreuzträgern der Wehrmacht. Wie selbstverständlich stellt der Bund Deutscher Pioniere hier seine Verbundenheit mit Hitlers treuesten Soldaten zur Schau. Darunter auch Soldaten von SS-Divisionen wie das Reich oder Viking. Diese Einheit hat mehrere Massaker an jüdischen Häftlingen begangen. Trotzdem ist Eberhard Heder, ehemaliger Hauptsturmführer SS Viking, bis heute Mitglied im Bund Deutscher Pioniere. Aber auch viele andere Ritterkreuzträger und SS-Leute waren und sind Mitglied in dem Verein und wurden schon geehrt. Welch unselige Rolle die Wehrmacht im Alltag der Bundeswehr aber noch spielt, zeigen diese internen Handbücher, die uns zugespielt wurden. In ihnen lebt Hitlers Wehrmacht auf jeder Seite wieder auf. Hunderte Wehrmachtskriegsgeschichten werden hier dem Bundeswehrsoldaten vorgesetzt, die ihn bei der Ausbildung in Kampfstimmung bringen sollen. Immer wieder auch Lanzergeschichten, die den angeblich heroischen Geist der Truppe im Russlandfeldzug beschwören. An anderer Stelle wird ein junger Offizier aus dem Jahr 43 zitiert, der sich über die eingeschlossenen Wehrmachtstruppen in Stalingrad empört. Es fehlte jeder Kampf- und Abwehrwille. Dass vor Stalingrad eine ganze Armee sinnlos verheizt wurde, wird in dem Buch unterschlagen. Stattdessen präsentiert die Bundeswehr dazu den Merksatz: Jeder Soldat ist Kämpfer, jeder Soldat muss feuerbereit sein. Dass es Hitlers Wehrmacht war, wird einfach ausgeblendet. In diesen Ausbildungsbüchern wird die Wehrmacht dagegen zum großen Lehrmeister verklärt. Sogar dort, wo es um die heutige Kampfausbildung geht, bekommt der Bundeswehrausbilder ständig Vorschriften der Wehrmacht vorgesetzt. Kein Kapitel ohne Rückgriff auf Wehrmachtsrichtlinien oder Merkblätter. Als hätte die Bundeswehr keine eigenen Richtlinien. So wird auch aus dem Ausbildungsplan einer Divisionskampfschule von 1943 zitiert. Wir schauen im Original nach, was da noch so drin steht und finden Merksätze wie totaler Krieg, kürzester Krieg. Tatsächlich wird durch dieses selbstverständliche Übernehmen der Wehrmacht und ihrer Kriegsereignisse die Wehrmacht politisch gesäubert. Hier wird Geschichte verfälscht und es wird so getan, als sei der Zweite Weltkrieg ein ganz normaler Krieg gewesen und nicht ein ideologischer und ein rassistischer und ein Vernichtungskrieg. Verantwortlich dafür das Heeresamt der Bundeswehr. Dort sieht man das Problem mit den Handbüchern nicht. Der General für die Ausbildung weist den Vorwurf zurück, dass die Wehrmacht ein Vorbild für die Bundeswehr sei. Gleichwohl gibt es militärische Grundweisheiten, die Einzelschützen, die Führer von Verbänden sehr wohl zu verinnerlichen haben. Und militärische Grundweisheiten existierten auch während der 12 Jahre eines totalitären Regimes. Wir treffen einen Soldaten, der diese Bücher in der Ausbildung einsetzt, wie viele andere Ausbilder auch. Er sagt, man müsse die Handbücher aus dem Verkehr ziehen. Weil das Thema Wehrmacht in der Bundeswehr brisant ist, will der Soldat anonym bleiben. Problematisch ist, dass das einige Soldaten, ich sag mal, geil finden, wenn sie das dann verwenden und sagen, damals wurde heroisch gekämpft. Das ist natürlich für ein Klientel, das äußerst rechts politisch orientiert ist, ein gefundenes Fressen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die sich in ihrer Meinung noch bestätigt fühlen, dass ihre politischen Ansichten ja nicht hundertprozentig falsch sein können, da die Bundeswehr Bücher besitzt, wo Beispiele gebracht werden aus dieser Zeit, wo Kriegsverbrechen begangen wurden. Offiziell redet die Bundeswehr immer vom Staatsbürger in Uniform. Und man betreibe keine Traditionspflege mit der Wehrmacht. Doch bei der Truppe ist die Realität oft eine andere. Panzertruppenschule Munster. Auf dem Kasernengelände gibt es eigens einen Ehrenhain mit vielen Gedenksteinen für Wehrmachtsdivisionen. Dorthin pilgern Wehrmachtsveteranen, hofiert von der Bundeswehr. Der Soldat schildert, was er an dieser Panzertruppenschule erlebt hat. Wenn man dort den Dienstposten eines Ausbilders übernimmt, hat man automatisch die Verantwortung für einen Wehrmachtstraditionsverband. Teilweise ist es wirklich sogar befohlen. Da findet dann einmal im Jahr diese zentrale Veranstaltung statt.
Ich musste selbst mal so eine organisieren und ich muss sagen, dass mir das sehr unangenehm war. Weil dann doch rauskam, dass einige von den alten Wehrmachtskameraden durch und durch braun motiviert waren. Bei vielen dokumentierten rechtsradikalen Vorfällen in den letzten Jahren spielt die Wehrmacht eine Rolle. In einer Kaserne zeigte ein Ausbilder den Hitlergruß, während die Nationalhymne gesungen wurde. In einer anderen wurden Lanzerhefte an die Soldaten verkauft. Aber viele Vorfälle kommen erst gar nicht an die Öffentlichkeit. Also, ich bin davon überzeugt, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist als die Zahl der Vorfälle mit rechtsextremistischem Hintergrund, die gemeldet werden. Mir selber ist es schon vorgekommen, dass Soldaten, die dort sich haben was zu Schulden kommen lassen, geschützt wurden. Dass sie weggelobt wurden an neue Standorte. Und dass man versucht hat, diesen Vorfall eigentlich zu vertuschen und zu verharmlosen.